Als ich ein kleiner Junge war und in Dresden an der Elbe saß, spielte ich mit Steinen und Papierbooten und dachte über den Flusslauf der Elbe nach. Damals war dies die Quelle für meine kindliche Neugier auf die Ferne und auf Menschen, die an diesem Fluss leben. Diese Neugier ist mir bis heute geblieben. In den 80er Jahren hätte ich nie gedacht, dass die Achse Dresden-Hamburg so mein Leben bestimmt. Privat wie beruflich. Ja, die Elbe ist ein Band für viele Lebensgeschichten. Ja, ich möchte Sie einladen und mit meiner Neugierde anstecken auf Menschen und ihre Flussgeschichten. Hamburg ist durch viele Dreharbeiten und bleibende Begegnungen für mich zu einer zweiten Heimat geworden. Doch natürlich bleibt Dresden an der Elbe die erste in meinem Herzen. Sie ist der viertgrößte Fluss Europas, entspringt in Tschechien, fließt über 700 Kilometer durch 7 Bundesländer. Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg. Die Elbe fließt nicht nur durch die Länder, sondern sie verbindet die Menschen. Und wie schlängelt sich der Fluss durch Leben? Das möchte ich erfahren. Und so treffe ich in Hamburg einen Mann, der wie ich zwischen Dresden und Hamburg hin und her pendelt. Arne Platzbecker. Die Elbe bedeutet für mich Heimat, Geborgenheit, aber auch immer das Tor zur Welt. Arne ist 1972 in Dresden geboren. Seit 1991 lebt er in Hamburg, arbeitet als Rechtsanwalt und engagiert sich politisch für die SPD in der hamburgischen Bürgerschaft. Was erinnert dich noch an die Elbe, an deine Heimat? Eigentlich die Ruhe des Flusses. Also die Elbe war für mich immer ein Ruhepol, muss ich sagen. Wir haben ja in Loschwitz bin ich aufgewachsen, in der 62. Schule, unten in der Schillerschule an der Elbe direkt. Dort ja, die Schule begonnen und die Schule war ja direkt an der Elbe. Und so haben wir jede Pause eigentlich genutzt, an die Elbe zu gehen, so es erlaubt war. Es war immer so ruhig, hatte so eine ganz besondere Ausstrahlung, die Elbe. Hamburg liegt damals für Arne noch in weiter Ferne. Und doch rückt die andere große deutsche Stadt an der Elbe näher. 1987, zwei Jahre vor dem Mauerfall, kommt es nach langen Verhandlungen zu einer Vereinbarung über eine Städtepartnerschaft zwischen Dresden und Hamburg. Sie setzt ein Zeichen für deutsch-deutsches Zusammenwachsen. Schwerpunkt sollte die Sanierung der verschmutzten Elbe sowie offizielle Begegnung sein. Erst drei Jahre später findet Arne Platzbecker zum ersten Mal seinen Weg nach Hamburg. Natürlich war Hamburg und Dresden verbunden durch die Elbe. Und irgendwie bin ich dann im Februar 90 schon nach Hamburg gekommen. Wir hatten dann gesucht eine Partnerschule in Hamburg. Also das, wir waren eine Partnerstätte. Dann hieß es, wir machen jetzt mal einen Austausch der Volleyballmannschaften mit dem Matthias-Claudius-Gymnasium in Wandsbek und gucken uns das mal an. Und das war einfach der Wahnsinn. Wir waren völlig auf der Gastfreundschaft. 14, 15? Nee, da war ich dann schon 17. Doch, ja. Und wie war dein Eindruck? Ich wusste, dass wir hier aufgenommen werden, nett, und dass wir hatten eine Gastfamilie. Und dann kamen wir an am Bahnhof und da hatten die Schule riesentransparente aufgemacht schon und so, wir begrüßen unsere Dresdner Freunde. Und es war dann wirklich eine wahnsinnige Gastfreundschaft. Wir sind dann alle nach Wandsbek da, zu den Gastfamilien, die waren wahnsinnig nett, wahnsinnig interessiert. Und da habe ich dann wirklich Freunde fürs Leben gefunden, gleich an diesem ersten Abend, mit denen ich heute noch wirklich eng zusammen lebe hier in Hamburg. Und das war auch so der Grund, von da an ging das dann so, dass ich mich schon entschieden hatte, irgendwie nach Hamburg zu wechseln. Und dann habe ich geguckt, was kann ich machen, und dann habe ich versucht, wie kann ich nach Hamburg kommen. Mhm. Und dann hatte mein Vater, kannte jemanden, der auch Professor war am St. Georg Krankenhaus, und hat gesagt, dann lass deinen Sohn noch Zivildienst bei mir machen. Und so bin ich zum Zivildienst nach Hamburg und habe dann auf der Inneren hier ein Jahr und damals drei Monate Zivildienst gemacht. Ich war hier und habe das gespürt, wie diese Stadt auf mich wirkt, wie die Elbe beruhigend wirkt, auch das Band irgendwie zu meiner Heimat. Meine Eltern sind ja in Dresden geblieben, mein Bruder ist in Dresden geblieben. Und ich wollte immer auch einen Bezug nach Hause noch haben. Und da hat die Elbe das wirklich für mich auch so, also die Elbe ist auch heute noch das Band. Ich fahre häufig noch nach Dresden zurück, besuche meine Familie. Ich liebe auch Dresden immer noch, das ist so. Aber Hamburg gibt einem schon irgendwie das Gefühl, etwas freier zu leben. Ortswechsel zum Millerntor-Stadion.
Hier in der Nähe der Reeperbahn hat der FC St. Pauli seine Heimat. Für Arne Platzbecker, der einst Dynamo Dresden-Fan war, ein Ort für große Emotionen. Also beim Fußball, muss ich sagen, schlagen immer noch zwei Herzen in meiner Brust. Ich war ja als Kind tatsächlich auch wirklich ganz viel bei Dynamo im Stadion. Ja. Aber bin jetzt über 20 Jahre hier und Dauerkarteninhaber. Und natürlich bin ich irgendwie mittlerweile St. Paulianer. Wow. So. Ich bin das erste Mal hier. Aber das ist... Und wo sitzt du? Ich sitze, wenn du da oben, ja? H7... Letzte Reihe, 23, Platz 5 ist mein Platz. Arne Platzbecker ist nicht nur Fan, sondern arbeitet auch als Datenschutzbeauftragter für den Fußballverein. Der FC St. Pauli und Dynamo Dresden spielen in dieser Saison wieder in einer Liga. Auch in diesem Stadion. Ja, es ist ein ganz schönes Stadion, eine ganz tolle Atmosphäre. Wenn die Mannschaft kommt von dort rein, und dann kommt immer Hells Bells, wird gespielt, wenn die Mannschaft eintritt. Und am Anfang, fünf Minuten vorher, singen wir alle das Herz von St. Pauli. Das ist meine Heimat in Hamburg, da bin ich zu Hause. Ja, St. Pauli ist halt so ein richtiger Stadtteilclub. Also hier, das gibt es so, glaube ich, in Deutschland, vielleicht mit Union. Aber die heißen dann eben Union, heißen nicht Köpenick. Bei uns heißt eben der Fußballclub wie der Stadtteil. Und der ganze Stadtteil identifiziert sich eben mit diesem Fußballclub. Und das gibt es so eigentlich in ganz Deutschland nicht nochmal. Ja, und hier möchte man mal spielen. Ja, manch einer möchte sogar ein Stück Rasen mitnehmen, wenn zum Beispiel St. Pauli wieder in der Erste aufsteigt. Dann wird geschnitten. Dann wird geschnitten. Ja, das wie ich... Streuselkuchen. Ja, das schon. Würde ich auch noch machen. Wenn sei beiden Mannschaften gegönnt. Ja. Gemeinsam in die erste Liga. Ja, das wär's, das wär's. Wir bleiben an der Elbe. Arne Platzbecker zeigt mir einen seiner Lieblingsorte. Entenwerder. Ein angesagter Ausflugsort, mitten im Hafengebiet. Natürlich mit direktem Blick auf den Fluss. Ja, wir zwei Dresdner sitzen jetzt hier in Hamburg an unserer Elbe und trinken ein Schärchenhäsen. Sagt man hier in Hamburg Schärchenhäsen? Oder wie genannt? Nee, das sagt man ganz bestimmt nicht. Man sagt entweder ein Pottkaffee oder ein Becherkaffee oder eigentlich nur ein Kaffee, groß oder klein. Also. Würdest du einen Unterschied in der Mentalität und des Gefühls zur Stadt und zur Elbe auch sehen? Also ich glaube, die Hamburger haben nicht, also die haben die Elbe nicht als Bezug der Schönheit der Stadt. Mhm. Das ist eher so der Handel, das ist die Wirtschaft, das ist die Lebensader der Stadt. Mhm. Während in Dresden alle irgendwie die Elbe als die Schönheit der Stadt mit ansehen. Man geht an der Elbe spazieren, man wird gesehen, genau. Und genießt die Elbe. Genau, die Elbwiesen, deswegen ist ja Entenwerder hier, wo wir jetzt sind, ja. So auch ein bisschen mein Lieblingsplatz hier, weil wir wirklich noch eine Elbwiese haben, auf der man liegen kann, wo man die Elbe sieht, was sonst in Hamburg, wir haben ja ein bisschen Strand, aber so Elbwiesen, was ich so gewohnt bin aus meiner Kindheit, das gibt es in Hamburg wirklich selten. Nun hast du ja hier deinen Arbeitsplatz, dein Engagement ja auch, hast auch Freunde und Partner. Genau, ich bin verheiratet mit einem Mann, 16 Jahren, ja, naja. Ach. Es ist, 16 Jahre? Ja, 16 Jahre. Wunderbar. Gut, ich habe ein paar Jahre mehr, aber heutzutage ist ja 16 Jahre schon sehr viel. Also toll. Toll, hier ein stetiger Kampf, ne, um die Beziehung. Nein, ach, das ist eine gute so. Ehe zu führen, ist wirklich Arbeit. Ja, ist ne? Arbeit. Aber es ist wunderbar. Mein Mann schön. Ist ja aus Kuba. Wir haben uns in Berlin kennengelernt und ja, der ist natürlich auch mit dem Wasser aufgewachsen. Deswegen also kein Hamburger? Nee, kein Hamburger. Ich habe einen Kubaner. Ja, ja. Man, ja. Seid ihr beruflich auch in der gleichen Richtung, auch im, naja, im politischen Engagement hier in der Stadt? Also politisch ist er nicht so, das hat er abgeschlossen, der ist ja auch aus Kuba, sag ich mal, deswegen weggegangen. Ja. Aber er arbeitet im Reisebüro und ich bin ja als tourismuspolitischer Sprecher meiner Fraktion in der Bürgerschaft auch dafür verantwortlich, den Tourismus in Hamburg ein bisschen zu befeuern und jetzt gerade nach Corona natürlich auch wieder die Lust auf Hamburg zu wecken. Deswegen sage ich ja, Elbe. Tourismus. Einfach Radfahren an der Elbe lang oder Dresden besuchen und die ganzen Städte. Ich sagte, die Naturparks an der Elbe, die sind wirklich so sensationell, das kennen die meisten Deutschen gar nicht. Wann bist du wieder mal in Dresden? Also ich denke, ich werde nächste Woche tatsächlich nach Dresden wieder fahren. Ich zu deinen Eltern, ja. Regelmäßig, genau, zu meinen Eltern, meine Nichten und Besuch abstatten. Einfach mal wieder oben in Loschwitz rumsitzen oder unten am Körnergarten. Na gut, vielleicht treffen wir uns mal. Ja. Die nächste Flussgeschichte handelt von einem Neuanfang an der Elbe, der nicht immer einfach war. Es geht stromaufwärts nach Sachsen-Anhalt, nach Lutherstadt-Wittenberg, zu Gerhard und Renate Schuld. Dieser naturbelassene Fleck,
reizt mich einfach, ob mit Fahrrad, mit Schiff, mit Auto, hier zu bleiben und zu übernachten. Aber gerne. Die Herrschaften, die mit dem Fahrrad an der Elbe unterwegs sind, den Elberadweg machen. Und die können natürlich gerne hier in einfachen Radlerhütten übernachten. So. Das heißt, die sind alle belegt? Die sind im Moment belegt, also es geht wieder los, ja? Ja, Gott sei Dank. Der Campingplatz Marina Camp Elbe liegt direkt am Fluss in Lutherstadt-Wittenberg. Zum weitläufigen Gelände gehört außerdem die einstige napoleonische Festung Brückenkopf, die jetzt einen Hotelkomplex beherbergt. Die Elbe ist mein Lebensmittelpunkt geworden für unseren Ansitz hier mit dem Grundstück. Wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl. Und wir sind sehr glücklich, dass wir hier sein dürfen. Der Brückenkopf war ein Edelstein, der musste geputzt werden. Das haben wir getan und jetzt müssen wir aufpassen, dass er sauber bleibt. Gerhard Schult hat Binnenfischer gelernt und ist der Liebe wegen zu Renate vor Jahrzehnten nach Leipzig gezogen. Das Ehepaar hat nach der Wende mit der Sanierung und Vermietung von Immobilien gut verdient und konnte sich so den gemeinsamen Traum vom eigenen Campingplatz an der Elbe erfüllen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Leipzig zu verlassen und warum genau hier? Na, das war eigentlich der Sache geschuldet, dass wir den Start in Leipzig mit der Wende gut überstanden hatten und unsere Wünsche eigentlich alle erfüllt hatten, und um was Neues noch mal umzuschauen. Und Renate, warum genau hier am Wasser, bei den Fischen? Genau, am Wasser. Das hat den Hintergrund. Wir haben beide eine große Affinität zum Wasser. Und mein Mann ist sowieso als Mecklenburger dem Wasser verbunden. Und die Elbe ist ein besonderer Fluss. Und dann kommt noch dazu, Wittenberg ist eine ganz besondere Stadt. Ja. Und dieses Gelände, es waren Ruinen, wie vieles nach der Wende. Es waren also, die Häuser waren wirklich blanke Ruinen. Und hier, die Bäume haben alle nicht gestanden, die sind alle neu angepflanzt worden. Aber es gab auch ganz wunderbaren alten Baumbestand. Und dann eben diese besondere Lage hier direkt am Fluss. Und dann wussten wir auch, was wir uns zutrauen konnten, was der Familie zugetraut werden konnte, wenn wir was in die Hand nehmen. Mhm. Und ja, dann haben wir uns den ganzen Mut zusammengenommen und haben gedacht, wir gehen zur Versteigerung. Ihr wart ja 2000 nur wirklich, darf ich sagen, weil wir fast gleich alt sind. Ihr wart ja nicht mehr der Jüngste und habt ein solches Projekt auf euch kommen lassen. Also mit vielen Schwierigkeiten und Risiken. Ja, noch wie immer. Wir haben die Familie im Hintergrund. Das geht nicht immer alles so geradeaus. Und die haben wir auch immer noch, die Familie im Hintergrund. Und wir hatten eigentlich uns ja auch gewünscht, dass das unsere Kinder mal übernehmen. Wir sind immer noch guten Mutes, aber wir werden sehen. Und der Chef ist aber, glaube ich, die Chefin. Es gibt eigentlich eine klare Arbeitsteilung. Ja. Und zwar, ich bin innen und er ist außen. So. Das ist eigentlich das Wichtige auch gewesen. Wir haben also, als wir hergegangen sind, gewusst, was der andere kann und wie sich das verzahnt und wer sich auf wen verlassen kann. Also es ist wirklich, wir haben vom ersten Tag an gewusst, dass es heißt Arbeit, aber es ist Arbeit, die Freude macht. Und wenn man den Erfolg sieht und wenn sich das alles dann so entwickelt, wie man sich das vorgestellt hat, dann ist das einfach richtig gut. Im Sommer 2002 sollte der Campingplatz eröffnet werden. Doch dann ein Rückschlag. Die Flutkatastrophe 2002 spülte ganz viel weg. Das Gelände der Marina Camp Elbe stand unter Wasser. Auch das Pegelhäuschen. Strom gab es natürlich auch nicht mehr. Normalerweise wird ja elektronisch der Pegelstand von Lutherstadt-Wittenberg gemessen. Das funktionierte im Sommer 2002 nicht mehr. Die Elbe hatte Höchststand. Dort ist das Schild. Hier sehen wir es. So, und hier und da war eben hier Land unter. Ah, genau. Bis hierher. Genau. So, und dann musste natürlich der Pegel aber abgelesen werden. Und dann hat das Wasserschifffahrtsamt angerufen, ob wir irgendwie zum Pegelhaus kämen. Wie habt ihr das gelöst? Unser jüngster Sohn Christian, den hat mein Mann ein Seil um den Bauch gebunden. Und dann ist er mit diesem Seil bis hierher und hat die Messlatte abgelesen. Denn die war ja noch. Sehr hergeschwommen, muss man sich vorstellen. Ja. Sehr hergeschwommen. Ja. Und hat dann gerufen, 72! Und dann hat der Vater ihn wieder zurückgezogen. Ja. Wahnsinn. Mit Macht ergießen sich die Fluten in die Elbauen.
Gegenüber der Lutherstadt Wittenberg ist ein Damm gebrochen. Hier mussten 2000 Menschen ihre Häuser verlassen. Insgesamt wurden im Landkreis Wittenberg mehr als 8000 Bürger evakuiert. Die Elbe hat jetzt bei Wittenberg einen Pegelstand von 7 Metern erreicht. In den letzten Stunden sind noch mehrere Deiche gebrochen. Wie lebensbedrohlich war für euch dieser Wasserstand? Es war alles überflutet. Überall, wo man schaute, war nur Wasser. Wir waren eine Insel, die Brücke war gesperrt. Es war kein Strom, weil es waren natürlich alle Versorgungsleitungen ausgefallen. Also es war schon sehr lebensbedrohlich. Vor allen Dingen, man wusste ja auch nicht, wie geht es weiter. Also dann ging das Wasser nachher langsam wieder runter. Aber dahinter sah es ja aus. Ganz schlimm, muss ich wirklich sagen, weil wir hatten also gerade für den Campingplatz, wir hatten A, Bäume angepflanzt, B hatten wir zum Beispiel Erde gekauft, bezahlt. Die konnte ihr jetzt weg. Die war weg. Die war weg. Die liegt jetzt hier drin. Die war in Hamburg. Die Schäden der Flut von 2002 konnten behoben werden. Der Campingplatz ist wieder eine grüne Oase. Doch die Corona-Pandemie seit März 2020 stellt Renate und Gerhard Schuld vor die nächste Herausforderung. Also Corona ist für jedes Wirtschaftsunternehmen natürlich Gift. Weil wir mussten mehrere Monate zuschließen und es fehlen die Einnahmen. Die fixen Kosten müssen weiter bedient werden. Die Räume stehen leer, das tut keinem Raum gut. Wir haben also alte Gebäude, 200 Jahre ist die Festung alt. Die dicken Mauern, die müssen bewohnt werden. Wenn die nicht bewohnt werden, so das Gelände muss trotzdem gepflegt werden. Das Gras wächst trotzdem, das Unkraut wächst trotzdem. Und es fehlen auch die Gäste, die das Ganze beleben. Das ist... Wenn das tot ist, ist das nicht so schön. Das tut weh. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt wieder anfangen konnten und können. Aber man muss trotzdem, bin ich der Meinung, vorsichtig bleiben. Und endlich ist es soweit. Gerhard nimmt mich mit auf die Elbe. Gerhard, ich komme. Dann bitte steige das machst du ein. Ab. Gut. Ja. So, ich komme hier rein. So, warte. Ach, alles kein Problem. Warte, ich mache das hier hinten ab. Oh, ja. Hast du hier einen Liegestuhl eingebaut? Oh, ne. Meine Güte, das ist ein sportlicher Mensch hier. Vor lauter Arbeit kommt der gelernte Binnenfischer kaum noch aufs Wasser. So genießt er unseren kleinen Ausflug genauso wie ich. Das Marina Camp an der Elbe ist für Gerhard und Renate Schuld zur neuen Heimat geworden. Kann ich noch was zur Elbe fragen? Ja. Ist sie jetzt sauberer als vielleicht 2001, wo du hierher gekommen bist? Auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Noch sauberer? Auf jeden Fall. Aber die Elbe ist noch mal richtig sauber gespült worden durch dieses Hochwasser. Dieses katastrophale Hochwasser hat auch ein Gutes geleistet, dass die Reste, die so abgelagert waren, noch mal aufgewühlt wurden und weiter transportiert wurden. Ja. Und wir können das wirklich sagen, wenn wir jetzt auch Niedrigwasser haben, haben wir, du siehst es ja auch, sehr sauberes Wasser. Ja, es ist sehr sauber. Also wir baden da drin ohne Probleme. Jetzt geht es erstmal zurück in den Hafen am Campingplatz. Da erwartet uns Ehefrau Renate. Jahrelanger Aufbau, gemeinsame Bewältigung von Sorgen. Was hat das aus eurer Ehe gemacht? Ja, ich würde sagen, es hat uns irgendwie eine besondere Kraft gegeben, wieder neu anzufangen. Oder immer wieder weiter aufzubauen und verbessern. Doch, das hast du gut gesagt. Immer wieder neue Kraft. Und das ist besonders bewundernswert, wenn man daran denkt, dass ihr auf die silberne Hochzeit nicht auf die goldene, schon auf die Platin-Hochzeit zusteuert. Naja. Was habt ihr also noch bisschen Zeit. Noch ein bisschen Zeit. Die goldene Hochzeit ist ja hinter euch. Ja, genau. Die goldene Welche Hochzeit ist Wünsche und Träume hast du, Renate, für die Zukunft, die gemeinsame Zukunft hier also an der Elbe?
unsere Träume eigentlich haben wir jetzt hier eigentlich verwirklicht. Ja? Ja, doch, muss ich sagen. Und was das Wichtigste ist eigentlich, dass wir beide dabei doch relativ gesund geblieben sind. Das ist eigentlich auch ziemlich wichtig. Zwar mit einigen Blessuren, aber die hat man nach der Goldenen Hochzeit vielleicht. Das ist so. Aber nee, dass wir gesund geblieben sind, ist wichtig. Und unsere Träume, normalerweise eigentlich, das ist unser Traum. Wobei wir haben es uns nicht erträumt, aber es ist trotzdem, hier ist es traumhaft. Ja. Und wir dürfen hier wohnen, wir dürfen hier leben. Müssen ein bisschen Geld verdienen, das stimmt. Aber dürfen das teilen, das mit Gästen. Teilen das auch gerne mit Gästen, weil es gibt viele Gäste, die das auch so schätzen wie wir. Dieses Ambiente. Die Elbe, ein Heimatort, der das Leben bestimmt. Stromabwärts geht's von Lutherstadt Wittenberg nach Dömitz in Mecklenburg-Vorpommern zu Carina Heckert. Wir müssen immer gucken, wir haben hier auf der Seite die Motoren. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir ein Gegengewicht haben, dass die Stabilität der Fähre nach wie vor gegeben ist. Klare Anweisung von Carina Heckert auf der Fähre West-Prignitz. Die verkehrt im Vierländereck zwischen dem brandenburgischen Lenzen und Pewisdorf in Niedersachsen. Ja, ich habe mich schon oft gefragt, warum ich eigentlich genau an diesem Fleckchen Erde bleiben möchte und was ich eigentlich mit der Elbe verbinde oder was mich hier so auch hält. Und da ist mir aufgefallen, dass es viele Gemeinsamkeiten mit mir und auch der Elbe gibt. Also zum einen heißt es ja die Elbe, das heißt, sie ist weiblich, das ist schon mal das Erste. Sie ist ja weitestgehend freifließend und durch dieses Freifließende auch sehr freiheitsliebend, was wiederum auf mich auch zutrifft. Carina Heckert beginnt eine Lehre als Bürokauffrau. Doch es zieht sie aufs Wasser. Sie wechselt die Ausbildung und wird Schiffsführerin. Wenn du früh morgens gegen 5 auf Arbeit kommst und das erste Mal wieder die Elbe siehst, guckst du sie überhaupt an? Grüßt du sie, die Elbe? Ja, also ich sag mal, da kommt dieses Schifferblut so ein bisschen durch. Ich mache erst mal eine Bestandsaufnahme. Also ich guck, wie ist der Wasserstand? Haben wir Nebel? Haben wir Wind? Was ist für eine Stimmung auf der Elbe? Und alleine deswegen gucke ich mir sie schon an, um einfach auch zu schauen, wie ist die Witterung und werf auch ganz oft einen Blick einfach in die Ferne und bin dann auch oft dankbar, dass ich an so einem schönen Fleck Erde arbeiten darf. Wenn du Feierabend hast, sagst du Tschüss, bis morgen? Ich komme wieder. Ja. Und ich versuche mich mal nützlich zu machen. Sollt ihr noch bitte reinfahren? Wir haben noch einen mit Hänger. Er fährt in einen kleinen Schlänger. Ja, das soll er sich so querstellen, ja? Mhm. Ja. Und den stellst du so ein bisschen rein. Der fährt jetzt genau so ein bisschen schräg. Und dann kriegen wir alle mit. Wunderbar. Und wie weit muss er hinten? Langsam, langsam, langsam. Vorsichtig. Ach, guck mal. Oh. Nun haben ja deine Klassenkameradinnen und Kameraden, du bist ja ein Jahrgang, der nach 90 geboren ist, dann die Welt entdeckt und sind auch überall hin. Aber du hast dich für hier bleiben entschieden. Ja, also ich sage immer, wenn man letztlich das gefunden hat, was man sucht, dann sucht man auch nicht weiter. Und ich bin hier so glücklich, dass ich an meiner Arbeit hier so durchführen kann. Also direkt auf der Elbe, die Arbeit mit den Menschen, die macht mir unheimlich Spaß. Und Schiffe fand ich schon immer gut. Und auch eben Wasser. Also das sind alles so Punkte, die mir sehr am Herzen liegen und die mich auch erfüllen. Die Arbeit auf der Fähre ist für Carina ein Nebenjob. Denn eigentlich hat sie zusammen mit ihrem Ehemann Andreas 2 Fahrgastschiffe. Sie bieten für Touristen Ausflugsfahrten auf der Elbe an. Warum bist du jetzt in dieser Zeit hier auf der Fähre? Ja, naja, da muss man ein bisschen zu ausholen. Das war so, dass natürlich die letzten Jahre die Schifffahrt schon sehr gebeutelt war durch die vielen Niedrigwasser. Also 2017 war noch ein sehr gutes Jahr. Ja. Da hatten wir gut Wasser, da hatten wir viele Fahrgäste. Ja. Das war ein sehr schönes Jahr. Und 2018 und 2019 hatten wir ja den historischen Niedrigwasserstand geknackt. Da hatten wir 1 Zentimeter am Pegel in Dömitz. Und das gab es zuvor noch nie. Dann war es eben so, 2020 kam dann noch Corona hinzu.
Und es ist natürlich, man dadurch, dass man ja auch eine Familie hat und eine Verantwortung, sagen wir, wie geht's weiter? Was macht man nun? Und wenn jetzt alles wieder in den gewohnten Bahnen ist, gehst du wieder auf eure Schiffe? Ja, und wenn jetzt die Zeiten wieder normal werden, dann muss man mal gucken, ob man eventuell hier trotzdem noch aushilft, wenn hier mal Personalmangel ist. Aber das Herzblut, das ist ganz klar, das steckt im eigenen Betrieb. Im Dömitzer Hafen wartet eines der zwei Fahrgastschiffe von Carina Heckert auf uns. Ja, gehen wir hier einmal lang. Elisa. Den Steg entlang. Und das ist dein Andreas. Genau, Andreas. Andreas Wolfgang. Grüß dich. Herzlich willkommen, mein Wort. Schön. Ja, dann komm mal rein. Ja. Oh. Carina Heckert hat eine 5-jährige Ausbildung zur Schiffsführerin hinter sich. Ihren Abschluss machte sie mit 23 Jahren und war damit eine der jüngsten Frauen in Mecklenburg-Vorpommern, die ein Schiff auf der Elbe fahren dürfen. Die Schiffsführerin, die kriegt man ja nicht so, fahr mal so ein Stückchen geradeaus, sondern das war eine 5-jährige Ausbildung. Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten, diese Ausbildung zu absolvieren. Entweder man macht sie, was, sage ich mal, der häufige Werdegang ist, in 3 Jahren. Dann hält sich Theorie und Praxis die Waage. Oder man geht den Weg, den ich gegangen bin, dass man sagt, man hat die Schnauze voll von Theorie und man möchte endlich in die Praxis. Und deswegen dauert das eben auch einfach länger. Wenn man weiß, man geht auf die Elbe, auf einen Fluss, was war in der Ausbildung dort das Komplizierteste, praktisch das Schwierigste? Eigentlich an mich zu glauben. An mich zu glauben und nicht das technische Problem, sondern gar nicht mal. Das Technische, das kann man alles lernen. Man muss sich nur davor setzen und den Willen dazu haben, es lernen zu wollen. Das ist kein Problem, das lernt man. Man kann alles lernen im Leben. Aber die wirkliche Herausforderung für mich war, an mich selber zu glauben. Das ist das Heiligtum hier so, unten. So, genau. Hier sind wir jetzt im Maschinenraum angekommen. Ist das die Arbeit und das Reich deines Mannes Andreas oder beherrschst du das auch alles technisch? Ja, also ich sag mal, den überwiegenden Teil macht wirklich er. Ja. Wobei ich als Schiffsführerin auch in der Lage sein muss zu wissen, was ist hier was am Motor, wo muss ich gucken, wenn gewisse Geräusche auftauchen, was könnte es eventuell sein. Ich muss nicht in der Lage sein, das jetzt komplett ersetzen zu können oder umzubauen oder zu reparieren, aber ich muss auf jeden Fall schon wissen, was es ist. Jetzt wollen wir den Generator erstmal starten. Aha. Das war schon mal nichts. Versuchen wir nochmal. Jetzt können wir hoch. Jetzt können wir hoch. Jetzt können wir losmachen. Genau. Aber hier oben ist wesentlich leiser, ne? Und die Maschine läuft doch. Die läuft, ja, ja. Schiff ist los. Ich merke, du bist jetzt eine ganz andere als auf der Fähre. Größere Verantwortung, ja. Größere Maschine. Ja. Und komplizierter alles. Naja, man muss sich auch immer im Klaren sein, dass man mit Menschenleben zu tun hat. Ne? Das kommt ja noch dazu. In der Regel setzt sich ja wie viel maximal auf dem Schiff? 120. 120. Das Schiff Elise kommt aus dem Dömitzer Hafen und geht die Elbe zu Tal. Das ist jetzt einfach noch mal eine Meldung. Ja, das zu Tal. Meldepflicht. Genau, zu Tal. Wir fahren mit der Strömung, ne? Ja. Carina ist nicht nur Schiffsführerin. Sie bietet während ihrer Touren den Fahrgästen Wissenswertes über das heimische Gewässer und die Natur an. Dafür hat sie eine Ausbildung zur zertifizierten Natur- und Landschaftsführerin absolviert.
Warum hast du das gemacht? Ach, das war eigentlich zum einen, weil ich auch für mich selber festgestellt habe, dass ich da noch Nachholbedarf habe, was fachliches Wissen angeht. Und man zwar in einer Superregion lebt und vieles vielleicht auch schon weiß, aber einfach noch nicht das Wissen hat, dass man sagen kann, das kann man jetzt an andere Menschen weitergeben. Ne? Wie lang und wie weit ist deine Naturfahrt? Ach, eigentlich immer sind so 2 Stunden angesetzt. Das ist immer eine gute Zeit, auch dass die Gäste erstmal ankommen. Weil man kann nicht gleich anfangen und den Leuten versuchen, etwas zu vermitteln. Das ist ja auch ein Teil meiner Führung, dass man sagt, Mensch, man holt die Leute aufs Wasser und man lässt sie ankommen und auch erstmal zu sich finden. Und meistens ist es dann so, dann haben sie sich erstmal noch ganz viel zu erzählen. Und später werden sie dann ruhiger. Und dann merkt man, das ist ein guter Punkt, um jetzt anzusetzen und Wissenswertes zu vermitteln dann. Ne? Wir fahren jetzt in Richtung Hamburg eigentlich. Mhm. Mit dem Strom. Ja. Und ich genieße es mal. Nennt man dich Kapitän hier? Eigentlich ja, jetzt. Nein. Mit der Funktion? Nein, Kapitän ist, wenn man zur See fährt. Mhm. Ne, dann wird man Kapitän. Als Kapitän benannt. Ich sozusagen hier im Binnenbereich, ich bin Schiffsführerin. Aber ich muss zugeben, wenn die Leute Kapitänin zu mir sagen, erfüllt mich das schon mit Stolz. Ja, aber Schiffsführerin ist auch gut. Ich korrigiere sie dann oft, genau. Eure Tochter ist ja 2,5 Jahre. Als du so alt warst, hast du noch nie dran gedacht, dass man beruflich mit ihr wird. Aber sie wird ja mal 4, 5, 8. Was wollt ihr eurer Tochter mitgeben für ihre Zukunft? Ja, sie bekommt das natürlich alles hautnah mit. Auch mit was für einem Elan, mit was für einem Herzblut und man Begeisterung letztlich auch seiner Arbeit nachgeht. Also das finde ich unheimlich wichtig mitzugeben, weil es bringt nichts, wenn man eine Arbeit ausführt, die einem letztlich keinen Spaß macht. Man muss dran aufgehen und dann kann man diese Arbeit auch wirklich zeitlebens tun. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass sie sich vielleicht auch eine Arbeit sucht, die an der Elbe oder sogar auf der Elbe ist. Oder vielleicht möchte sie diesen Betrieb ja irgendwann auch mal weiterführen, wenn es die Umstände ermöglichen. Man weiß ja noch gar nicht, was die Zukunft so mit sich bringen wird. Wir werden ihr das auch freilassen, wie sie sich orientieren wird. Aber ich sag mal, sie ist ja alleine schon geprägt dadurch, wie wir unser Berufsfeld ausgesucht haben und ist mit der Elbe im ständigen Kontakt. Die Elbe vereint nicht nur, sie trennte auch. Über 30 Jahre die beiden deutschen Staaten. In Darschau treffe ich auf meine nächste Flussgeschichte. Und das ist die von Familie von Rautenkranz. Hier war die Ostseite, drüben war die Westseite und die Grenze war mitten in der Elbe. Auf dem Deich war Schluss. Ja. Hier war ja Niemandsland, also das war im Grunde schon gleich hinterm Deich. Hier hätten wir 88, 87 nie stehen können. Nie. Die Elbe war hier der Grenzfluss zwischen Niedersachsen und dem Bezirk Schwerin. Die Elbe war bis 89 etwas Unerreichbares für mich und ich habe sie erst 89 für mich entdeckt. Der Gutshof in Darschau wird für Heidemarie von Rautenkranz 1972, als sie hier einheiratet, ihr Zuhause. Heute lebt sie zusammen mit Schwiegermutter Gisela, Tochter Ulrike, Enkelin Dorothea, geballte Frauenpower. Bis 1952 darf der Hof noch als Gasthof bewirtschaftet werden. Der Mauerbau 1961 besiegelt das Schicksal. Wenigstens darf die Familie trotz der unmittelbaren Nähe zur innerdeutschen Grenze hier wohnen bleiben. Im Außendeich, da war der Zaun, der hohe Zaun, der 3-Meter-Zaun. Unten am Deichfuß war noch ein Signalzaun. Dann kam noch hier ein Streifen, der wurde, also es war totgespritzt, kein Rasen, sondern nur Sand. Ja. Und der Sand ging bis hierher und da konnte man dann sehen Spuren. Deswegen haben sie es gemacht. Ja, wegen Spurensicherung. Dann kann ich dir noch mal zeigen, dass auch die Grenzposten sich manchmal langweilten und sich hier auf dieser Terrasse
verewigt auf unserer Terrasse, die kaum benutzt wurde von uns, weil das ja hier alles Grenze war und hier stand ein Wachturm. Ja. Da haben sie sich dann so verewigt, wie viele Tage sie noch dienen müssen, Namen, Abkürzungen. Sie haben sich hier eingeritzt? Ja, aus Langeweile. Und ihr habt dahinter gewohnt? Ja, aber das haben wir gar nicht mitbekommen. 168 Tage? Ja. Ja, ja. GD. Heute sind 168 Tage nicht viel, aber damals war es viel. Ja. Ne? Hier ist auch was hier. H, ja. J. Ja. Ja, ja. Also Hans-Jürgen. Horst und Jürgen oder Hans-Jürgen. Und das ist ein G, ich, ne? Ja, ein G. Sagen, ja. Heidi, und das erinnert dich natürlich auch an diese Zeit. Ja, das war. Man kann sich an vieles gewöhnen, aber das war etwas, wo man sich ganz schlecht dran gewöhnen konnte. Ne, dieses. Bist du dann manchmal hoch in der ersten Etage gegangen? Ja, nee, die erste Etage war gucken. Ja unsere Wohnung. Ja, ist ne? Richtig, aber da hast du was gesehen. Es sind auch welche, die dann mal im Passiert. Oh, toll, rüber gucken, ne? Das ach so. Ja, ja, sicher. Also die bei euch hier zu Besuch mit Passierschein waren? Der Tierarzt, der hier die Tiere untersucht hat und so, kann ich nicht mal bei euch in die Wohnung und mal rüber gucken, ne? Das war so ein Highlight dann immer, ne? In den Westen gucken. Auch hier öffnet sich im November 1989 endlich der eiserne Vorhang. Am 25.11.89 wurde bei euch die Grenze geöffnet. Was war das für ein Gefühl und welche Atmosphäre war hier? Es ging morgens schon los, dass Massen hier am Zaun standen. Da war ja eine Pforte hier auch. Und warteten, dass die Pforte aufgemacht wurde. Und zu dem abgemachten Zeitpunkt hieß es mit Mal, nein, die Pforte geht nicht auf. Heute ist kein Übergang geplant für Dachau. Die Leute blieben alle stehen, keiner ging nach Hause und meuterten und meuterten. Und dann wurde wieder telefoniert mit Berlin und weiß ich was. Und mit Mal hieß es, 13 Uhr geht das hier doch auf, die Grenze. Dann hatten wir oben im Fenster ein großes Schild gemacht, 13 Uhr. Und das haben die gesehen, weil das wurde ein Fahrgastschiff eingesetzt von der anderen Seite, von der Westseite. Und dann. Und dann kamen sie rüber? Ja, und dann kam das Fahrgastschiff auch zu 13 Uhr und hat schon einen Teil aufgenommen. Ach, der musste ja 10, 12 Mal fahren, das Schiff, ne, um diese Leute rüberzubringen. Die aus dem Westen durften noch nicht hier. Das war ach erst so, Weihnachten. Ihr durftet rüber? Wir durften rüber. Und die durften erst Weihnachten das erste Mal. Gisela von Rautenkranz ist mit 90 Jahren das Oberhaupt der Familie. Sie lebt seit 1949 hier am Fluss. Für sie ist der denkwürdige Grenzöffnungstag bis heute was ganz Besonderes. Ich war die Erste, die durchs Tor durchgehen durfte. Ach nein. Und wissen Sie, das ist so viele Jahre, wo man als Kind 3-4 Mal die Woche zur Elbe runter, zur Fähre gelaufen ist. Das kann man nicht beschreiben, was das für ein Gefühl ist. Mhm. Ich und mein Mann, wir durften als Erstes durchs Tor gehen. Es ist, also es kamen schon mal Tränen. Verstehe ich. Die Grenzöffnung haucht dem bisher von der Außenwelt abgeschnittenen Gutshof neues Leben ein. Heidemarie von Rautenkranz belebt die Tradition des Gasthofes neu. Woher habt ihr den Mut gehabt, hier umzubauen und dieses Café aus? Also die Idee ist schon Weihnachten 89 entstanden. Da hatten wir Westbesuch. Ach. Ja, Cousin von meinem Mann mit Frau. Und die fragten dann auch, weil die einen Gasthof eben haben, Mensch, du kannst doch gut backen. Mach doch das als Kaffee und mit selbstgebackenen Kuchen. Und also das ist so gereift dann. Also ja, das haben wir dann bis zum Sommer umgesetzt. Es ist immer so Stück für Stück, so wie wir konnten und wollten, ist das entstanden. Hast du das alleine gemacht? Nee, hat dein Mann mitgemacht? Da stand die ganze Familie hinter. Also das muss ich schon sagen. Man kann sowas nicht machen, wenn die Familie nicht mitspielt. Heidemarie führt das Café zur Elbe erfolgreich 23 Jahre lang. Vor 8 Jahren übergibt sie die Geschäfte an ihre Tochter Ulrike. Die Elbe ist der schönste Ort für mich. Hier bin ich groß geworden und sie strahlt so herrliche Ruhe aus. Mache ich das richtig? Ja. Gut. Sieht gut aus. Aha. Jetzt machst du einfach die. Genau. Dekoration. Ja, und was meinst du, wie viel drauf wären? Das wären vielleicht 12 Kleckse, ja? Ja, mal sehen, ob das geregelt.
Reicht das schon oder muss ich noch ein Kunstwerk draus machen? Nein, das reicht. Ein bisschen rund drehen, genau. Ja, rund Ulrike. So, läuft das Geschäft gut? Jetzt wieder, ja. Ja, das muss ja auch verkauft werden und gegessen werden. Ihr habt ja den Elbradweg hier, der zum Kennenlernen der Menschen sehr viel beiträgt. Hilft dieser Elbradweg eurem Geschäft? Auf jeden Fall. Also erstmal so ins Café kommen die Radfahrer. Ja, und dann auch für die Übernachtung ist ja auch... Das, man kann hier auch übernachten. Man kann hier auch übernachten. Wird auch genutzt. Das wird auch genutzt, hilft auch mit. Das Café der Familie liegt direkt an der Fähre Darchau. Dorothea ist die Jüngste. Die 12-Jährige kommt gerade von der Schule, die auf der anderen Elbseite liegt. Es ist schön hier zu leben, da man jeden Morgen auf die Elbe gucken kann. Und ich habe auch einen sehr besonderen Schulweg, jeden Tag über die Fähre zu fahren. Und das ist toll. Ein klein wenig habe ich daran einen Anteil. Habe ich schon gesehen. Nur die Kleckse drauf gemacht. Die sehen ein bisschen amateurmäßig aus. Aber gebacken hat sie. Für das erste Mal ist das super. Ja, richtig. Ist ja lernfähig, ne? Ja, und bei einem Haus mit 4 solchen charmanten Damen muss man als Mann einfach folgen, ne? Da muss man viel lernen. Da muss man das auch nicht können. Ja. Das sage ich immer zu Schwiegersohn, wenn der sagt, sowas könnte ich auch. Ich sage, du musst das nicht können. Ja. Wie lebt es sich jetzt hier an der Elbe? Wunderschön. Glücklich und zufrieden? Ich, ja. Ja. Das ist, ich liebe die Elbe nur auch mal. Ne? Bin groß geworden hier. Das ist für mich ein und alles. Hatten Sie denn mal irgendwann den Gedanken, vielleicht hier wegzugehen von der Elbe? Man hatte uns das ein paar Mal sogar angeboten. Ne? Hm. Aber wir haben es abgelehnt. Also ich bin auch sehr bodenständig. Ich weiß, meine Schwester, die plante mal, die ist 7 Jahre älter. Die hatte mir dann mal verraten, da war die so 20, ach, ich würde am liebsten auch abhauen. Ne? Hat sie mal so am See gesagt, ne? Die konnte auch gut schwimmen. Ich habe bitterlich geheult. Ich habe gesagt, kannst du uns doch nicht alleine lassen. Ne? Also... Nein. Das kam Man ist doch zu sehr mit verbunden. So mit allem. Ist es. Das Café zur Elbe in Darchau, ein Ort mit Geschichte. Sie haben so einen kleinen Baum gekriegt am 3. Oktober 1990, 31 Jahre später, ist dieser kleine Baum so groß, diese Eiche. Ja. Und wir freuen uns alle immer noch über unsere Eiche. Ja. Dass die in 31 Jahren so stark und stabil geworden ist. Wir haben hier eine Verrieselung, über 100 Meter Verrieselung auf dem Hof von der Klärgrube. Und dadurch hat sie eben viel Feuchtigkeit gehabt. Ich treffe in der nächsten Flussgeschichte einen Mann, dessen Lebensgrundlage die Elbe ist. Stromabwärts in York, nahe Hamburg, arbeitet Lothar Bukow. Vorsicht. Ja, ich nehme die Hände weg. Okay. Hältst du das denn mal eben fest, einfach da am Tampen oder so? Hab ich. Ach, das ist dein Boot. Ja, das ist mein kleiner Fischkutter. Ja. Und ich ziehe jetzt mal eben meine Ölhose an und dann geht das dann auch gleich weiter. Und ich sudel mich ja immer ein bisschen ein bei dieser Fischerei. Und da ist es dann schon besser. Die Elbe ist für mich Leben schlechthin. Ohne Elbe könnte ich mir gar nicht vorstellen zu leben. Und deswegen kümmere ich mich so darum. Lothar Bukow wird tatsächlich auf einem Leuchtturm geboren und ist seit 1983 Elbfischer in York im alten Land nahe Hamburg. War das von Anfang an dein Wille, diesen Beruf zu machen, bis ins Alter vor der Rente? Im Prinzip war das eigentlich schon immer mein Wunsch gewesen, aber in den 80er Jahren, da war die Elbe noch sowas von verschmutzt. Also kontaminiert, kann man ja sagen. Da hatte ich dann eben keinen Mut, mich selbstständig zu machen mit der Fischerei. Ja. Mein Vater hat das ja so nebenbei gemacht, der war ja Leuchtturmwärter. Ich hatte die Chance, also Elbfischer schon immer zu werden, aber in den 80er Jahren war das einfach für mich undenkbar. Hast du was anderes gelernt da in der Zeit? Ja, ich habe erst mal Einzelhandelskaufmann gelernt, weil ich immer noch nicht wusste, was ich werden sollte. Und dann habe ich 1981 angefangen zu studieren, Software Engineering in Lüneburg.
Aber ich habe ja so eine angeborene Muskelatrophie und durch dieses ständige Sitzen vor diesem Terminal ist das immer schlechter geworden. Ah, ja, verstehe. Und dann war ich dann in der Uniklinik in Hamburg und dann hat der Professor zu mir gesagt, also Buko, wenn du den Job machst, dann bist du mit 50 im Rollstuhl. Mach was anderes. Ne? Und ja, dann sagte er, ja, also ich kann mir vorstellen, Elbfisch. Und so, Elbfischer? Ran an den Gott Fluss. Sagt, ja. Kälte, Nässe, für eine Nervenkrankheit ist das das Schlechteste, was du dir vorstellen kannst. Aber mach das mal. Alle 8 Meter hat Lothar Buko mehrere Reusen ausgelegt. Also wir sind hier ja auch dicht an der Schlickkante. Das Problem ist immer, dass die Reusen immer sehr schnell schmutzig werden. Die Fische, die lieben das auch so, ich sag mal, in ein sauberes Bett zu steigen, anstatt in so ein schlickiges. Also ein Fisch ist auch bloß ein Mensch, ne? Ja, ja, genau. Hier habe ich noch mal was für dich. Das hat es früher gar nicht gegeben. Das beißt auch nicht, das lebt aber. Oh. Das sind Süßwassergarnelen oder Horngarnelen. Und das Dunkle da, was du unter diesen Krabben siehst, ja, das sind schon die Eier, die sie mit sich tragen. Ne? Ah. Und wie groß wären die ungefähr? Aber die werden doppelt so groß ungefähr. Oh, dann würde ich doch rein ins Wasser. Ja, sowieso. Also diese kleinen Dinger nehme ich ja sowieso nicht mit. Du wirst nicht gegessen, komm. Im Sommer ist Aal der Hauptfang. Und so eine Plastikscheiße nehme ich natürlich immer mit. Ja. Früher habe ich das weggeschmissen, aber du kriegst es immer wieder. Ne? Es zählen hier auf der Elbe nur noch wirtschaftliche Interessen. Die Elbe wird nach und nach immer weiter ausgebaggert. Und die letzte Elbvertiefung ist ja sowas von katastrophal, in meinen Augen dumm und grob fahrlässig. Da wird hier vor Hamburg gebaggert und dann schmeißen sie es in Cuxhaven wieder in die Elbe. Und jeder, der sich hier auskennt, weiß, wir haben Ebbe und Flut. Und die Hamburger Behörden haben neulich gerade eingeräumt, das dauert ungefähr 4 Wochen, dann ist der Zauber, den sie vor Cuxhaven wieder reingeschmissen haben, schon wieder hier im Hamburger Hafen. Also für mich geht es schwerpunktmäßig darum, wenn schon gebaggert wird, dass das aus dem System Elbe rauskommt. Ja, richtig. Denn was raus ist, kann nicht wieder herkommen. Ja. Und ich habe jetzt zusammen mit dem Deichverband das angeschoben, dass zum Beispiel der Schleck, der aus der Elbe gebaggert wird, für die Deicherhöhung genutzt werden soll. Ich freue mich über jeden, der mir hilft oder der mich unterstützt. Und das ist vielleicht, ich sag mal auch, wenn ich das so politisch sagen kann, ist mir völlig egal, welche Partei es ist. Hauptsache, es nutzt der Elbe. Jetzt werden die Reusen wieder für 24 Stunden in die Elbe abgesenkt. Der 62-Jährige ist unermüdlich darin, sich für seine Elbe einzusetzen. Ich kann doch eine Umwelt oder kann die Welt doch nicht zurücklassen, wenn ich nicht mehr da bin, an meine Kinder oder Enkelkinder in einem desolaten Zustand. Und die Kinder sagen, also, Papa oder Opa, was hast du eigentlich gemacht? Warum hast du dich nicht gekümmert? Mhm. Und das gibt's gar nicht. Also für mich ist es überhaupt gar keine Lösung, nichts zu tun. Egal, was ich mache, wenn ich auch nur ein bisschen was schaffe, so ist es doch immer eine kleine Hilfe für die Natur. Ja, das haben wir geschafft hier. Ja. Habe ich ganz schön geholfen, ne? Ja. Ja, sonst wäre es nicht so viel geworden. Genau. Willst du eben mal an Bord kommen, kannst du mal reingucken. Macht's gut, Arle. Kannst du den Tagesfang sehen von den allen Reusen? Ja. Und du siehst, denen geht das hier richtig gut. Ja. Das Schiff ist unten auf und durch die Strömung kommt immer frischer Sauerstoff rein. Ne? Dieses, das nennt man ja Bünnen, das gibt's schon seit Jahrhunderten. Also besser geht's gar nicht. Ja, dem Aal geht's ja ganz gut. Ja. Aber irgendwann ist bei Aale auch mal alle. Ja. Genau. So, und dann holst du sie hier raus. Ja. Und dann kommst du ins Geschäft. Ja. Hinter dem Deich liegt der Fischladen vom Fischer und seiner Frau. Rita ist die Chefin im Bistro. Die selbstgefangenen Aale landen hier zum Verkauf und Verzehr. Rita verkauft, kocht und bedient. Ist immer in Bewegung. Wie viele Jahre seid ihr verheiratet? 22. Ach, das ist eine Schnapszahl. Mhm. Liebt ihr Schnapszahl?
Ja. Ja. Also meine Lieblingszahl ist die 11. Ja, warum? Weil wir am 11.11.99 geheiratet haben. Wunderbar. Aber wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt. Ja, ich habe damals mit meinen Kindern hier eine Wohnung gesucht. Und mein Mann hat, also Lothar hatte damals noch einen schweren Verkehrsunfall. Und da habe ich erstmal nur seine Kinder kennengelernt. Mhm. Und über unsere Kinder haben wir dann uns kennengelernt quasi, haben viel zusammen gemacht. Und dann ist da irgendwann draus Liebe entstanden. Schön. Dame. 2006 hat Rita ihren Lothar überredet, das Fischbistro zu eröffnen. Sie möchte nicht, dass andere ihren Fischfang teuer verkaufen. Der Garten ist voll, hier sind 40, 50 Gäste, es läuft, sie genießen die Natur, aber du hast hier Arbeit. Ja, wobei wir sind... Wann geht ihr mal aus? Also wir sind schon ganz schön viel unterwegs. Macht ihr auch mal romantische Stunden draußen? Ja, wir fahren auch mal mit dem Boot über die Elbe, natürlich. Ja, schön. So, und wir haben uns jetzt dieses Jahr, wie wahrscheinlich auch ganz viele, E-Bikes gekauft. Wir fahren abends auch noch mal mit dem Fahrrad los. Ich meine, wir sind ja nun hier mittendrin, ne? Wo man sowas alles machen kann. Mhm. So, guck mal, Wolfgang, haben wir gekocht hier? Hamburger Aalsuppe? Noch nie gegessen. Ja. Eine Aalsuppe, eine Hamburger. Kann ich mal reingucken? Ja, das ist eine süß-saure Suppe. Ja. Mit Backobst. Ja. Gemüse. Und der Aal wird extra gekocht, also das Aalfilet, und kommt dann anschließend hier rein. Mm. Das ist ein altes Rezept von meiner Mutter. Also früher war das eigentlich mal eine Aalsuppe. Da kommt Aals rein, was noch so im Kühlschrank ist. Ach so, das ist eine Soljanka sozusagen. Ja, genau. Auf Basis des Richtig. Fisches. Richtig. So. Na, hallo. Kennst du ja? Ja, das kenne ich. Ich kenn's noch nicht, ich freue mich drauf. Endlich mal eine kleine Pause für euch zwei. Wann habt ihr mal hier gesessen und gesagt, jetzt lassen wir uns bedienen? Also ich ja noch nicht. Nee. Siehst du? Sag mal, bei dem Volumen an Arbeit, was ihr beide habt, habt ihr mal gedacht, hier wegzugehen? Aufzuhören? So schön hier. Macht Spaß, ja. Ne? Also positiver Stress eigentlich, ja. Ne? Ja, immer guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Das ist ja eine lange Tradition hier, Elbfischerei, ja. Ne? Wie viele Menschen gibt es, die das fortführen und zurzeit noch machen? Also wir haben... Im Jahr 1900 haben wir noch 1200 Familien gehabt, die von der Elbe gelebt haben. Ja, ja. Jetzt haben wir noch drei hauptberufliche Elbfischer auf der Elbe. Das Problem bei dieser Elbfischerei ist natürlich schon dieses ständige Arbeiten. Du musst jeden Tag fahren. Sonntags gibt es nicht. Ich sag mal so, wenn ich heute um 8 anfange, morgen um 9, übermorgen um 10, weil Ebbe und Flut sich eben jeden Tag um eine Stunde verlängern. Das ist für den Biorhythmus nicht gut und diese Arbeitintensivität, um auf einen grünen Zweig zu kommen, kann in diesem Betrieb nur laufen, wenn die Fischerei dahinter steht. Und das ist schwierig, da jemanden zu finden, der das, was wir hier machen, auch mitträgt. Stromaufwärts geht's nach Warenberg in Sachsen-Anhalt. Die Altmarkt ist die Heimat von Silvio und Jörg Kästner. Die Elbe fließt hier zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Jörg und Silvio laden mich zu einer Kanupaddeltour ein. Für mich ist die Elbe vor allen Dingen Natur pur, zurück zum Ursprung. Hier ist noch einer der wenigen Flussläufe, die relativ naturnah sind. Gerade so nach der Arbeit auf dem Deich zu sitzen oder auf der Bank oben zu sitzen und den Blick schweifen zu lassen in die Ferne. Da finde ich, gibt's eigentlich keinen besseren Ort. Silvio und Jörg lebten bis vor 4 Jahren noch in Berlin. Beide arbeiten in der Reisebranche. Jörg leitet ein Reisebüro. Silvio arbeitet bei einer Softwarefirma, die Flugtickets für Reisebüros und Großkunden ausstellt. Ihr könntet ja in jeder anderen pulsierenden Großstadt dieser Welt auch eine Heimat, eine neue Heimat suchen. Warum gerade in der Altmark, an der Elbe? Schau dich mal um. Also hier ist Natur und Ruhe. Und nach über 20 Jahren Berlin ist das genau das, was wir gesucht haben.
Genau, der Wunsch nach Idylle und Abgeschiedenheit und eben mit und in der Natur sein. Ne? Ja. Auf dem Wasser oder in den Feldern mit dem Fahrrad. Einfach irgendwie abseits der vielen Menschen unterwegs sein. Triffst oftmals niemanden, wenn du unterwegs bist. Na, außer einen Storch. Ich habe einen vorhin gesehen. Das stimmt. Die sind gerade da und nisten fleißig und bleiben noch bis Mitte August. Es ist gerade Hochsaison für die Störche. Aus der Millionenstadt Berlin ins 350-Seelendorf Warenberg. Jörg und Sergio Kästner können in der ländlichen Idylle leben, weil sie hier in der Altmark beide ihren Job online mit dem Computer erledigen können. Ist das ein Genuss? Ein bisschen verstehe ich eure Entscheidung. Ja, das ist der beste Platz für den Sonnenuntergang im Sommer. Das ist die Richtung, ne? Dort drüben, genau. Und dann sind wir abends hier zum Picknick am Strand und Feierabendgetränk nach getaner Arbeit und gehen baden. Schön, ja. Wunderbar. Ihr seid ja hier nicht alleine. Wie habt ihr euch aufgenommen? Ihr als die Neuen, die ihr hier eure Zelte aufgeschlagen habt. Wir sind ja nicht die Ersten, die hierher gezogen sind aus der Großstadt. Also es gibt schon einige Berliner und Hamburger, die hier schon Anfang der 90er sich niedergelassen haben. Und wir wurden hier, ehrlich gesagt, mit offenen Armen empfangen. Also unsere Nachbarn sind geborene Warenberger und die sind auch immer hilfsbereit und interessieren sich für einen. Und da haben sich auch Freundschaften entwickelt. Ihr seid integriert. Absolut. Das Tor stand immer offen bei uns, wie auch bei denen. Und wir helfen uns gegenseitig. Also wir haben ja Fragen zu Dingen, die für die selbstverständlich sind. Und umgekehrt, wenn die Probleme mit dem Internet haben bei sich zu Hause, helfen wir denen damit. Also das, Spezialisten. Das geht in beide Richtungen. Also wir arbeiten von hier, das geht ganz gut, dank des guten Internets auch. Hier gibt es gutes Internet? Gut. Ja, da müsst ihr mal in Dresden am Speckrand sitzen. Ja. Kollegen von mir, die in Berlin sitzen, haben auch deutlich schlechteres Internet. Nein, es gibt hier Glasfaser und dadurch, dass es nicht viele Abnehmer gibt, ist es für uns perfekt. Also wir sind abends meist irgendwie die Einzigen, so hat man das Gefühl. Ihr habt sozusagen die Welt hinterm Deich vom Computer, ne? Genau. Jörg, seid ja auch integriert in die Probleme, die Sie hier haben am Wasser, die Umwelt, Niedrigwasser, Hochwasser. Also seitdem wir hier sind, hatten wir noch nicht ein richtiges Hochwasser, also dass es jetzt über den Deich gehen würde. Aber da gibt es dann ja diese Deichwachen und da würden wir sicherlich dann ja auch mitmachen, wenn es dann so wäre. Aber bisher, toi toi toi, kam es noch nicht dazu. Unweit der Elbe liegt der Dreiseitenhof von Silvio und Jörg Kästner. Neben ihrem Wohnhaus gehört noch eine Ferienwohnung zum Anwesen. Und ihre Mitbewohnerin, 8 Hühnerdamen. Ein bisschen hoch. Guck mal, das kann einen langen Hals machen. Kann sie? Ja, wenn es ums Fressen geht, können manche einen langen Hals machen. Haben eure Hühner Namen? Alle. Hilde haben wir, dann haben wir Amy, dann haben wir Daphne und Josephine. Daphne würde ich gern sehen. Die kommt gleich. Das ist ein Druffler Haubenhuhn. So der Haubenhuhn. Genau, wenn du dich hinhockst, dann kommt es auch zu dir und frisst dir aus der Hand. Das ist ja keine Arbeit. Das ist ja pure Freude. Ja, das ist großes Glück. Wir gehen jetzt füttern, muss ich das auch noch machen. Nein, darf ich heute füttern? Ja, du musst mal wieder zum Friseur gehen. Aber die Daphne haben wir tatsächlich selber auch frisiert. Ja, das macht also die. Ja, weil die Augen, also die konnte gar nichts sehen anfangs. Ne? Die hat wie so ein Tennisball oben drauf. Ja. Daphne, komm, hier geht's weiter. Ja. Auf ihrem Hof haben Silvio und Jörg schon so manches Fest gefeiert.
Das war im Sommer 2018, da haben wir unsere Ehe hier im Dorf gefeiert, also auch nochmal offiziell in Seehausen im Standesamt. Und dann eben hatten wir hier ein großes Sommerfest, wo wir eben die Ehe, den Sommer und unser Ankommen hier gefeiert haben mit Freunden aus Berlin, mit der Familie und auch mit den Nachbarn aus dem Dorf. Und da war der Hof voll mit Leuten und es war so Wetter wie heute und jeder hat was mitgebracht und die Nachbarn von gegenüber haben uns eine dreistöckige Hochzeitstorte gebacken. Nein. Und da war hier richtig was los. Das war doch eine Überraschung, ha? Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, als wir auf dem Standesamt waren, als wir zurückgekommen sind, hatten die Nachbarn auch großes Plakat an die Einfahrt gehängt. Hurra, hurra, Jörg und Silvio sind jetzt ein Ehepaar. Ach, so. Schön. Also alteingesessene Warnberger haben das mitgefeiert und das war eine tolle Mischung. Also da waren Leute aus den USA, aus der Schweiz, aus London, aus Berlin, aus München, aus Hamburg und mittendrin die Warnberger, die hier zusammen gefeiert haben. Zu tun gibt es hier immer genug. Was wird das überhaupt, was wir hier machen? Das wird eine Bank für unseren neuen Eingangsbereich. Aha. Damit man direkt, wenn man nach Hause kommt, sich erstmal hinsetzen kann. Selbst ist der Mann. Silvio und Jörg versuchen, alles in Eigenarbeit zu stemmen. Ob renovieren, Gartenarbeit oder Schreinern. Sag mal, wie habt ihr überhaupt das Grundstück gefunden? Habt ihr annonciert? Seid ihr rumgefahren oder wie? Nee, ich habe damals im Internet lange Zeit gesucht. Und erst hatten wir die Seenplatte ein bisschen im Blick, weil wir gerne ans Wasser wollten. Ja. Und dann hat uns das Internet hierher geführt. Das war ein Zufallsfund. Die Region wie auch dieses Haus. Ja. Und dann sind wir hergefahren und haben uns das angeguckt. Und ich war gleich sehr begeistert. Ja. Hier wird auf dem Rückweg nach Berlin war ich Feuer und Flamme für das, was wir gesehen haben. Und Silvio war noch ein bisschen gebremst mit seiner Euphorie und meinte nur so, naja, ist ja schön, aber es ist ja irgendwie viel zu groß und es passt doch gar nicht in unser Leben gerade rein. Vor allen Dingen habe ich nicht gesehen, wie wir so ein großes Grundstück bewirtschaften neben unseren Jobs in Berlin. Ja, ne? Richtig. Also da hat mir die Fantasie gefehlt. Ja. Dann war es auch eher so ein bisschen der Zufall, dass quasi dass es sich ergeben hat, dass meine Mutter hier mit einzieht, die halt ständig hier dann gewohnt hat, sodass wir noch am Anfang zwischen Berlin und hier pendeln konnten. Und dann aber auch schon uns Hühner und Schafe und so weiter zulegen konnten. Was macht das Leben mit euch, wenn ihr was geschaffen habt, euch entschieden habt, dass hier eine zweite Heimat ist? Verändert das euch und eure Beziehung miteinander? Das verändert einen schon, weil man jetzt so einen Ruhepol hat, wo man runterkommen kann. Im Job ist es ja eher so, da hat man Projekte und es ist alles abstrakt. Und dann, bis man wirklich mal was sieht und so, da vergehen ja Monate oder Jahre, bis man dann wirklich die Ergebnisse sieht von den vielen Meetings und so weiter, die man hat. Und wenn man was handwerklich macht, also vielleicht auch nicht perfekt, aber ne, wenigstens, dann hat man halt sofort das Ergebnis und man sieht auch, okay, das habe ich jetzt gemacht. Verändert es einen auch, wenn man mit einem Partner zusammenlebt? Also nach 20 Jahren verändert sich die Beziehung ja sowieso, egal ob man jetzt in der Stadt oder auf dem Land lebt. Ne? Aber also ich glaube schon, dass man halt hier noch viel mehr Sachen gemeinsam machen kann. Ne? Also jetzt in Berlin hat man vielleicht unterschiedliche Interessen. Und, also eine will zum Sport, der andere will irgendwie ins Kino oder ins Theater. Und hier arbeitet man gemeinsam an Projekten. Also hier ist es halt so, dass wir schon viele Sachen zusammen machen. Gleichwohl gucken wir auch, dass irgendwie jeder seinen Freiraum behält. Das ist ja immer so eine Gratwanderung, dass es eben beides möglich ist. Aber man braucht
eher vier Hände als zwei Hände hier. Ne? Also von daher ist natürlich die Tagesplanung geht mit dem Satz los. Ne? Ja. Was machen wir heute als erstes oder wie ist der Tag? Und dann gucken wir, dass hinten raus vielleicht dann noch jeder ein bisschen Zeit auch dann für sich hat oder mit sich hat. Ja. Ne? Die selbstgezimmerte Bank findet ihren Platz. Direkt im Eingangsbereich des Hauses. Wir haben uns hier niedergelassen und möchten bleiben. Und nicht nur für die nächsten zwei, drei Jahre, sondern... Das sagt Jörg. Und was sagst du? Ja, also auf alle Fälle. Der Plan ist, hier zur Ruhe zu kommen. Ach, ihr Jungkerl sagt eigentlich, hier könnte ich auch meinen Lebensabend verbringen? Also wenn nicht hier, wo dann, würde ich fast sagen. Ne? Also von daher, für uns ist es der perfekte Ort. Und warum nicht zum Altwerden? Also wir wären bereit dazu, ja. Die Elbe verbindet sieben Bundesländer. Auch in Sachsen fließen zahlreiche kleine Flüsse in See. Die Elblandschaft muss gepflegt werden. Nicht zuletzt dient sie dem Hochwasserschutz. Und darum kümmert sich Andreas Kuhne. 90 Kilometer Elbdeiche im Altkreis Torgau-Oschatz sind der Verantwortungsbereich des Flussmeisters. Eigentlich komme ich von der Mulde und bin an die Elbe angespült worden. Die Elbe ist für mich einerseits ein Arbeitsplatz, zum anderen als Fluss eine Lebensader. Der gelernte Agraringenieur ist seit 2015 Chef der Flussmeisterei und sieht diesen überlebenswichtigen Job hier am Fluss ganz pragmatisch. Andreas, was bedeutet für dich die Elbe? Ist das einfach nur Arbeitsplatz? Ach, die Elbe ist einfach nur ein Fluss. Aber ich bin ja zuständig für den Hochwasserschutz an der Elbe. Mhm. Also mich interessiert die Elbe meistens immer bloß der Wasserstand und die Wassermenge. Mhm. Und auch so ein bisschen die Dynamik. Die Elbe ist nicht immer ein ruhig dahinfließender Fluss. Sie kann auch wie bei der Flutkatastrophe 2013 für Torgau und die Umgebung zu einer großen Gefahr werden. Unaufhörlich fließt das Wasser der Elbe ins Hinterland. Ein Siel bei Torgau im Norden Sachsens ist gebrochen. Um die Stelle abzudichten, werden aus der Luft ständig 600 Kilo Sandsäcke abgeworfen. Jetzt ist die Gefahr groß, dass an der undichten Stelle der Deich aufbricht und die Elbe Felder und Dörfer noch mehr flutet. Um die Wiederholung einer solchen Katastrophe zu verhindern, arbeiten Flussmeister Andreas Kuhne und sein Team unermüdlich. Na, was wir sehen, ist das sogenannte Weinske-Verschlussbauwerk. Mhm. Dieses Verschlussbauwerk schützt eigentlich das Gewerbegebiet Torgau und die Stadt Torgau für Hochwasser, aber nicht direkt vom Hochwasser der Elbe, sondern von dem Rückstau der Elbe, der praktisch über die Weinske wieder zurückdrückt. Die Weinske ist ein Zufluss der Elbe. Das Verschlussbauwerk muss regelmäßig von den Mitarbeitern der Flussmeisterei gewartet werden. Aus dem Dammbalkenverschlusssystem wird eine mobile und sehr effektive Hochwasserschutzwand entstehen. Wir sind auf der Bedienbrücke des Weinske-Verschlussbauwerkes. Und hier gehen die Tore zu, ja? Hier wird das Tor bei Hochwasser geschlossen. Es wird aber in einer Art Schwimmstellung gefahren. Ja. Es ist also nicht komplett geschlossen. Erst wenn die Fließrichtung sich umdreht, also praktisch das Wasser von der Elbe in die Weinske reindrückt, schließt das Tor automatisch. Deshalb gehört zum Funktionstest natürlich auch das regelmäßige Öffnen und Schließen der Tore. Bin ich derjenige, der noch den Spalt lässt, oder lässt der Kollege da drüben den Spalt? Den lässt du. Der Kollege da drüben ist schon fast fertig. Oh, der hat ja eher angefangen. Den hole ich ein. Es fehlt bloß, dass das ein Leierkasten wäre, sonst käme ja noch ein bisschen Musik dazu. Na, das hättest du bestellen müssen, dann hätten wir es auch gemacht. Ja. Tore geschlossen, Hochwasserschutzwand gebaut. Alle vier Wochen muss die Anlage so gewartet werden.
Andreas, eigentlich habe ich gesagt, die Elbauen ruhig und besinnlich. Ja, nicht immer. Weil zu unseren Aufgaben gehört natürlich auch die Unterhaltung Gewässer erster Ordnung. Die Weinske und der Schwarze Graben sind Gewässer erster Ordnung. Und wir müssen natürlich die Durchgängigkeit herstellen und müssen gelegentlich natürlich auch Abflusshindernisse entnehmen. Da machen wir natürlich immer nur so viel, wie unbedingt sein muss. Also so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Und mit welcher Technik macht ihr hier Schilfwerk und alles? Ja, die Mittelwasserrinne halten wir dann im Herbst frei, dass wir praktisch eine Abflussrinne frei mähen. Ja. Ach, und dafür haben wir dieses Gerät. Hallo. So. Wolfgang. Aber Falco. Wie ihr seht, habe ich keine Schwimmhäute zwischen Fingern. Ja, also, das kann euch nur mein Kollege erklären. Ja. Weil der fährt dieses Gerät mehrere Wochen im Jahr und er weiß, wie es funktioniert. Und da gebe ich euch mal in seine Hände. Das Amphibienfahrzeug, Druckser genannt, schneidet sich eine Schneise durch das Dickicht aus Schilf und Müll. Das ist wichtig, damit die Wasserarme der Elbe frei fließen können. Dabei oberstes Gebot, nur so viel wie nötig wegschneiden, den natürlichen Verlauf belassen. In unmittelbarer Nähe der Elbe liegt das Siel Ochsenkopf. Beim Hochwasser 2013 war hier ein Durchbruch. Die Elbe und die Nebenflüsse überschwemmten die Deichanlagen. Das Bauwerk wurde 2014 erneuert und ermöglicht so im Ernstfall die wichtige Entwässerung der Deichhinterlandbereiche. Dafür muss es blitzsauber gehalten werden. Also mein Rasenmäher ist ein bisschen kleiner zu Hause. Ja, und der hat auch weniger Arbeitsbreite. Ja, ich denke an die Steuer und den muss... Jetzt weiß ich, warum ich diese Schuhe habe mit Stahlspitze hier vorne. Ich würde keine Zehen abfahren. Genau. Liegen hier schon welche rum? Das werden wir sehen. Hier wird gestartet wahrscheinlich. Muss ich nach Kupplung ziehen? Ja, hier ziehen. Jetzt ziehen und starten. Warum ist das notwendig hier, was wir hier machen? Wir unterhalten die Deiche. Die Deiche als öffentliche Hochwasserschutzanlagen. Ja. Die Deiche werden behutet, die werden gemäht, wird auch ständig kontrolliert, ob es irgendwelche Rutschungen gibt, ob es Sackungen gibt. Ja. Und da gehört die Maat halt mit dazu. Ist das nicht auch ein bisschen Naturpflege und vorbeugende Leistung, die ihr hier macht? Das ist in gewisser Weise eine Art Prophylaxe und natürlich auch eine permanente Unterhaltung. Mhm. Wenn du sagst, das ist wichtig für den Deich, wie groß ist denn die Gefahr eigentlich, dass da wieder was passiert? Na, die Gefahr kann jederzeit kommen, bei langanhaltenden Niederschlägen in Tschechien und beim Pegel in Schöna sind wir nach 48 Stunden genau dran. Ne? Hochwasserschutz ist eine Generationenaufgabe. Man kann nicht einfach sagen, wir verbessern jetzt den Hochwasserschutz innerhalb der nächsten 10 oder 5 Jahre. Ne? Sondern das dauert ein Generationsintervall, bis das wieder auf einem anderen Level ist. Wir haben ja hier gesehen, wie ihr ganz schön schindert und was hier für Arbeit notwendig ist, dass die Elbe so fließen kann und dass die Landschaft geschützt ist. Aber was könnte ich als Wolfgang Stumpf und jeder andere, der diese Elbe so romantisch genießt, was könnten wir tun, dass ihr weniger Arbeit habt und dass der Fluss mehr geschützt und geschont wird? Ja, für uns wäre das in erster Linie, dass die Hochwasserschutzanlagen als solche akzeptiert werden, dass sie nicht befahren werden, dass sie nicht beritten werden, dass sie nicht als Ablagerungsort für Unrat und Müll genutzt werden, dass die Fahrverbote auf den Deichverteidigungswegen akzeptiert werden und dergleichen mehr, dass einfach eine Schutzanlage als solche auch akzeptiert, wahrgenommen und auch geschützt wird. Niemals die Elbe verlassen, an ihr leben und arbeiten. Das ist das Motto meiner nächsten Flussgeschichte. Stromabwärts geht es nach Hamburg-Bergedorf zu Claudia Ehlebracht. An der Dove Elbe liegt ihre Werft aller Möhe. Die Elbe ist der Ort für mich, an dem ich zu Hause bin. Claudia Ehlebracht ist die Chefin der Traditionswerft.
Sie lernt zunächst landwirtschaftlich-technische Assistentin und übernimmt dann aber vor 25 Jahren kurz entschlossen den Familienbetrieb. Die Allermöhe-Werft. Hier werden Sportboote noch als Maßanfertigung hergestellt. Für jedes Boot benötigen die 9 Mitarbeiter der Werft eine Arbeitszeit von 4 Monaten. Bootsbaumeister Günter Muche, der Vater von Claudia, macht aus der Werft eine Sportbootwerft für Reparaturen und Neubauten. Ein echter Verkaufsschlager, das legendär gewordene Sportboot Elbtrawler. Warum hast du dieses Unternehmen übernommen? Was war das Motiv? Also ich bin hier auf diesem Grundstück schon aufgewachsen. Ja. Ich bin mit Werft aufgewachsen. Vor meinem Kinderzimmerfenster wurden Schiffe restauriert und gebaut und immer irgendwie die Geräuschkulisse dabei. Ich mag diesen Ort, ich fühle mich hier unheimlich wohl. Und ich bin dann in Mitte der 90er in den Betrieb eingestiegen. Also meine Eltern wollten langsam kürzer treten und ich wollte im Büro einsteigen. Ein junger Geselle wollte hier den technischen Part dann weiterführen. Überraschend verstarb mein Vater dann. Und da standen wir dann plötzlich mit in der 90er hier, meine Mutter und ich. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir denn jetzt mit der Werft? Wollten wir unbedingt behalten. Und haben so die letzten Aufträge, die letzten Schiffe ausgeliefert. Und dann angefangen, das hier zu einem Yachthafen umzugestalten. Ja, wir. Ja, natürlich, ne? Aber meine Mutter in der Zeit ja noch mit dabei. Ja, richtig. Also ich war hier immer die Frau fürs Draußen und meine Mutter noch ins Büro. Jetzt ist sie natürlich, also jetzt mache ich natürlich Büro auch mit. Was machst du jetzt hier anders? Naja, der aktive Bootsbau ist jetzt nicht mehr hier bei uns in der Familienhand, sondern wir machen tatsächlich Vermietung. Wir vermieten unsere Werkstatt an eine Tischlerei. Wir vermieten die Werkshalle an Bootsbaubetriebe, die zwar Bootsbaumeister sind mit Betrieb, aber die keine eigene Werft haben. Und so gibt es schon ein Netzwerk an verschiedenen Leuten mit verschiedenen Gewerken, die hier kommen und meinen Kunden die Schiffe reparieren. Aber wir, also ich jetzt mit meinen Mitarbeitern, wir holen die Schiffe raus, wir kranen. Ich mache das Winterlager, ich verwalte den Yachthafen. Hatte lange Jahre eine Bootsvermietung und muss ganz ehrlich sagen, ich liebäugel damit, das auch wieder zu starten. Also eine unwahrscheinliche Logistik, die in deinen Händen ist. Ihr Organisationstalent ist schon ganz gut und man muss sich immer kümmern. Also man muss schon am Ball bleiben, egal was man tut. Aber ich glaube, das ist egal, in welchem Beruf man ist, das muss man machen. Das ist ein altes Hamburger Tuckerboot, ist bestimmt 70 Jahre alt. War mal so als Fischerboot unterwegs und das restauriere ich. Bernd Thal ist da, coacht mich da die ganze Zeit. Ach, du machst das selber mit ganz? Ja, deswegen kommt das hier nicht so wirklich voran, weil ich so viel Zeit habe. Aber also da sind schon unglaublich viele Stunden reingeflossen und das wird. Du machst aber nicht alleine, sagst du? Nee, da brauche ich Unterstützung vom Meister und das möchte ich dir nämlich auch noch mal zeigen hier, dieses tolle Schiff. Das ist ein... Moin. Ein Scherenkreuzer. Und Bernd arbeitet da dran und ja. Wo ist er? Bernd? Ja, moin. Moin. Ich bin Wolfgang. Ich komme. Ich halte Leiter. Jo, das muss nicht. Ich habe sie festgebunden. Und Bernd hat sich hier eingemietet? Ja, genau. Ja. Der ist, hat den Auftrag bekommen und braucht dann eben halt eine Halle, wo er das Arbeiten, die Arbeit durchführen kann. Wir kennen uns seit 34 Jahren oder ewig. Also, als ich noch hier als Jugendliche Und da gibt es viele, also ich habe hier schon oft auf der Werft gearbeitet, bin jetzt seit 20 Jahren selbstständig und da habe ich ganz viele auch Kunden eben, die besondere Möglichkeiten brauchen und da gehört die Werft aller Mühe zu. Also das ist wirklich eine tolle Produktionsstätte für Restaurierung von alten Booten. Ja. Und hier so eine Halle, das passt natürlich wunderbar zusammen. Auf dem Gelände zu arbeiten ist eine wahre Freude. Also das ist wirklich Empfinden die Kunden auch so. Also das ist keine Betonmarina, sondern hier hast du gemähtes Gras, hier hast du die Natur drumherum. Du hast nette, entspannte Menschen und eben dieses familiäre, wir trinken zusammen Kaffee, ne? So, ach du auch, ja, dann setz dich mal dazu. Das mögen die Leute und das mögen wir.
Warum machst du das Boot wieder so handwerklich, willst du selber auch machen, unter Anleitung und wo kommt das her? Dieses Erhalten von alten Schiffen finde ich einfach auch schön. Ich meine, wir mühen uns so viel um den Erhalt alter Häuser. Wir haben ja schon Sinn für Denkmalschutz und alte Häuser erhalten und bestimmte Dinge. Aber bei Schiffen kommt mir das immer noch viel zu kurz. Also ich bin sicherlich ganz stark geprägt, weil meine Eltern immer schon Wassersportler waren. Mein Vater so als Schiffszimmermann hat ja auch immer irgendwie Holzschiffe gehabt, später Stahlschiffe. Also wir waren immer auf dem Wasser unterwegs und das hat eine unheimliche Ruhe. Das ist Balsam für die Seele. Man kann es auf Neudeutsch Entschleunigung nennen. Aber so auf dem Wasser sein, gerade mit Kleinbooten bis zu dem Wasser, der Natur viel näher, das kann ja kein Kreuzfahrtschiff bieten. Also das ist, es tut dem Menschen gut, am Wasser zu sein und auf dem Wasser zu sein. Ja, wollen wir zusammen? Ja, aber gerne. Es ist hier ein abschüssiges Gelände, damit alle Schiffe zum Wasser kommen. Leg sonst ruhig auf den Steg. Und wenn du so. Gibst mir's dann, ja? Genau, lieb wärst, einmal vorne einzusteigen, mit dem Blick dann gleich in die andere Richtung. Ja. Genau. Und bitte einmal den Steg festhalten, dass ich auch noch reinkomme. Mit dich mache ich alles. Das ist toll. Oh, das macht Spaß, du. Ja. Ich fühle mich wie ein Kind hier auf dem Wasser. Viel kühler als an Land. Ah, herrlich. Wir leben hier mit dem Wasser, mit dem Elbwasser, also ganz stark. Ja. Lebst du auch mit dem Herzen? Auch schon damals als Kind hat dich das Wasser gebunden, dass das immer deine Heimat, deine Ecke, dein Zuhause bleibt? Also ich kann nirgends sein, wo kein Wasser in der Nähe ist. Das hat mich ganz bestimmt geprägt, ja. Ja. Und wir sind hier viel ja auch rudern gegangen. Es gab immer irgendein Arbeitsboot. Hast du schwimmen gelernt hier? Ich habe in der Dove Elbe schwimmen gelernt, ja. Schulschwimmen hat das nicht so ganz gebracht. Und das hat mir dann jemand von der Werft beigebracht. Am Ufer immer mal ein bisschen schwimmen, bis das dann klappte. Sag mal noch mal ganz deutlich, wie der Fluss heißt. Das ist die Dove Elbe. Ich denke immer, die ist doof. Weißt nee, die ist taub. Sachsen, genau. Also sie ist abgedeicht schon im 13., 14. Jahrhundert. Und dann noch mal eine Schleuse, die Tatenberger Schleuse im in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Das heißt, wir haben keine Tide mehr, keine Ebbe und Flut. Aber trotzdem seid ihr mit der Elbe verbunden. Das hier ist mein Elbwasser, was in Dresden vorbeifließt. Ist dann hier im Winter auch mal Eis, oder? Ja, die friert durchaus zu. Ja, der letzte Winter war sie auch zu, noch nicht betretbar. Bei uns im Hafenbecken ging es schon. Das liegt ja ein bisschen ruhiger und geschützter, da konnte man schon rauf. Und ihr Kinder in eurer Zeit, war es zugefroren, seid ihr da Schlittschuh gefahren? Schlittschuh laufen und Gleitschuhe und überhaupt spazieren gehen, Eishockey spielen. Das haben wir viel hier auf der Dove Elbe gemacht. Bist du mal auf dünnes Eis gegangen? Ja, es hält nicht immer, ne? Ach nein. Wir haben hier draußen auf der Elbe Unfug gemacht und dann bin ich eingebrochen, ja. Einfach so mit deinen Schuhen standst du auf einmal im Wasser oder wie? Nee, wir sind mit dem Trecker hier auf der Dove Elbe gewesen und das war keine Ihr seid Idee. Im Hafen rein mit dem Trecker und dann auf dem Eis lang gefahren? Ja. Warum nicht? Aber der Trecker ist eingebrochen, war natürlich dann auch kaputt. Wollte gerade sagen, was ist aus dir geworden? Das sehe ich. Du steuerst mich. Der Trecker ist futsch. War haarscharf, würde ich sagen. Also ich bin ja mit reingerauscht und ich habe das Loch nicht gleich gefunden. Also ich musste mich, das war dann wirklich auch Glück, unterm Eis das Loch wieder zu finden. Und die oben haben natürlich auch geguckt, wie doof, und haben mich dann rausgezogen. Kannst du mir erklären, was dich das Wasser, die Elbe, begeistert und was sich da bindet? Naja, sie war ja immer direkt vor meiner Tür, vor meinem Zuhause. Das ist Freiheit. Du kannst, ich meine, es ist ja schon so, wie man das jetzt hier spürt. Du hast die totale Ruhe und frische Luft und tolle Naturerlebnisse. Und ich mag diese ganze Kulturlandschaft hier, der Vier- und Marschlande. Die ist ja total von der Elbe geprägt. Sie ist ja durchzogen von eben Dove Elbe, Gose Elbe als alte Nebenarme, die Stromelbe selbst.
also ich bin ein Teil davon und das ist ein Teil von mir. Von Hamburg geht es schlussendlich stromaufwärts nach Dresden, in meiner Heimatstadt an der Elbe. Hier habe ich meine Wurzeln. Und hier treffe ich auch einen Altbekannten, Arne Platzbecker. Ganz in der Nähe von Dresdens bekanntester Brücke, dem Blauen Wunder, bin ich mit ihm verabredet. Arne ist vor 30 Jahren von Dresden nach Hamburg gezogen. Warum treffen wir uns hier? Ja, das ist meine alte Schule. Und hier direkt war mein Klassenzimmer, direkt hinter dir, wo die Schirme jetzt sind. Das war unser Klassenzimmer. Man hatte wirklich im Winter tatsächlich Blick auf die Elbe aus dem Klassenzimmer. Da hat man manchmal verträumt, so einfach rausgeguckt. Ich saß auch hier gleich links. Und dann hat man immer so ein bisschen Richtung Elbe geguckt. Und ja. Also hier war ich bis zur 8. Mhm. tatsächlich. Und dann bin ich ja gewechselt. Aber ja, wir haben immer auf die große Pause gewartet. Warum? Um dann einfach an die Elbe. Die 20 Minuten haben wir genutzt, um an die Elbe runter und einfach auf die Elbe zu gucken, weil das war irgendwie spannender. So, und das ist der Zaun zum Schulgarten. Das ist der Zaun zum Schulgarten, direkt runter zur Elbe, aber war immer verschlossen. Ja, aus dem dann müsst ihr drüber klettern. Aber nee, guck, ist heute offen. Ist heute offen. Das hättest du aber gleich sagen können. Das ging ganz einfach und zack, rüber. Also das ist der ehemalige Schulgarten. Es sieht ein bisschen aus wie Dschungel, wenn ich ehrlich bin. Aber die Bäume waren ja viel kleiner. Früher war hier eine Tischtennisplatte, dann haben wir auch... Früher? Ich bin jetzt schon über 30 Jahre nicht mehr hier gewesen. Aber ja, sieht natürlich alles ein bisschen nicht mehr so nach geordnetem Schulgarten aus. Das Fach sollte man wieder einführen, glaube ich. Ja, naturverbunden. Guck mal. Und da ist sie noch, die alte Platte. Mann, wie alt wird die jetzt sein? Ne? Die ist wie sie gebogen ist? 40 Jahre? Also wir haben auf der gespielt früher. Hier hast du dran gespielt? Ja. Arne, verbinden sich mit diesem Platz Kindheitserinnerungen? Ganz, ganz viele. Also hier haben wir ganz häufig gestanden als Kinder. Wir haben hier geglitschert, wir haben Enten gefüttert mit meinem Vater auch. Dann, der hat immer das Brot selber gegessen, weil er mal so einen Hunger hatte. Aber dann haben wir hier Sachen reingeworfen. Wir haben immer so gezählt oder gerechnet, wie lange braucht ein Stock, bis er in Magdeburg ist oder in Meißen, weil wir dann die Fließgeschwindigkeit, wir haben selbst hier Unterricht gehabt. Also ganz, ganz viele Erinnerungen mit diesem Platz. Gleich die Schule, der Heimweg und hier die Elbe. Das Stöckchen habt ihr nicht bis Hamburg gedacht, dass es bis dorthin kommt? Nee, damals, also so in der Grundschule, muss ich sagen, habe ich da soweit noch nicht dran gedacht. Arne ist für mich ein perfekter Botschafter für die Elbe. Lebensachse zwischen Dresden und Hamburg. Ich habe ganz viele Leute natürlich mit nach Dresden auch genommen. Hamburgerinnen, Hamburger, die durch mich Dresden kennengelernt haben. Aber auch die Elbe, also ob das Meißen ist oder Pillnitz oder Bad Schandau. Wir waren im Elbsandsteingebirge wandern. Ich habe selbst meine Kollegen, unsere erste große Kanzleireise oder Arbeitsreise, die wir gemacht haben, die ist nach Dresden gegangen. Und dann habe ich denen die Elbe quasi von der Seite näher gebracht. Ich war mit Hamburgerinnen und Hamburgern an der Quelle der Elbe und so. Ich versuche das auch schon ein bisschen immer so als Verbindung zu machen und sehe die Elbe auch als Verbindungsglied zwischen den beiden Städten. Ich würde mir wünschen, dass die Leute weiterhin neugierig sind oder vielleicht wieder neugieriger werden auf die Elbe, auf die anderen Städte und vielleicht einmal den Elbradweg machen, anstatt nach Mallorca zu fliegen. Die Flussgeschichten zeigen mir das gleich, wo man mit und an der Elbe lebt. Dieser Fluss, der prägt einen. Die Menschen, die ich getroffen habe, sie haben nicht nur die gleichen Sehnsüchte, die gleichen Probleme, die gleichen Träume. Ja, der Fluss fließt nicht nur an uns vorbei, er verbindet uns.